A geteilt durch B ergibt 4 Siebtel und B geteilt durch C ergibt 7 Halbe. Dann ergibt A geteilt durch C minus C geteilt durch A eine dieser 5 Antworten. Welche? Wenn A geteilt durch B 4 Siebtel ist, dann können wir daraus schließen, dass 7 mal A dasselbe ist wie 4 mal B. So. Wenn B geteilt durch C 7 halbe ist, dann können wir daraus schließen, dass 2 mal B dasselbe ist wie 7 mal C. Da wir hier 4b sehen, multiplizieren wir diese Gleichheit mit 2 und so haben wir auch hier 4b. Deshalb können wir also in dieser Gleichheit das 4b durch 14c ersetzen und somit erhalten wir 7a ist gleich zu 14c, woraus wir schließen, dass a dasselbe ist wie 2c. Und aus dieser Gleichheit können wir schließen, dass a geteilt durch c 2 ist und c geteilt durch a ein halbes ist. In dieser gefragten Differenz können wir also a auf c durch 2 ersetzen und c auf a durch ein halbes ersetzen und somit erhalten wir als gefragte Differenz 3 halbe. Demzufolge ist Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.